Servus und willkommen zurück hier bei Unforeseen Incidents. Wir brauchen immer noch unsere ID, damit wir Leroy ein Bier ausgeben können. Damit wir in Schrott herumwühlen dürfen. Ich habe keine Ahnung, wo ich den herbekommen soll. Hotel kann ich nur mal ausschließen, weil wir finden einfach keinen anderen. Also brauchen wir wirklich unseren. Ich glaube, wir gehen einfach noch einmal nach Hause und schauen, was es denn in unserem Zuhause noch so alles gibt. Ah, eine Plakette. Da steht der Wächter. Ja, der Wächter. Den haben wir schon gehabt. Das ist ein bisschen der Scary-Wächter. Gut, wir schauen einfach mal zu Hause in unserem Zeug nach, weil da war irgendwie Garderobe und oben noch unser Pseudokleiderschrank. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir Glück. Schauen wir mal. Hier im Zeugs, in den Klamotten. Kelvin hat die meisten seiner Jacken. Jetzt sind es meine. Okay. Im Winter kann es in Yelltown ganz gut, wenn man an... Ja, das sagt er immer noch das Gleiche. So, letzte Hoffnung. Hose. Ha! Ich wusste doch, dass ich meinen Ausweis hier drin gelassen habe. Im Ernst? Ich habe das vorher schon mein mal angeklickt. Ich besitze genau... Und dann habe ich da... meine andere Hose. Deine genau. Zeit wird kommen, alter Freund. Und da war aber noch nichts von wegen ID. Okay. Dann kann sie schon mal weitergehen. Wie alt sind wir wirklich? Sagt uns das das Ding auch? Das ist mein Ausweis. Ja, und? Ja, okay. Ich hätte zu gern gewusst, wie alt er ist. Wenn der 21 ist, dann kann der diese Spiele damals aus den 80ern nicht wirklich mitbekommen haben. Schon gar nicht früher. Aber ja, das soll jetzt nicht unser Thema sein, sondern auf zum Alkohol. Gut. Runter in die Bar. Also diese langen Ladezeiten, diese Black Screens sind schon ein bisschen doof. Die Frage ist, ob sie sich auszahlt, die rausschneiden. So, jetzt aber mein Junge. Bier her, Bier her. Hallo. Hey, was darf sein? Bier. Wegen dieses Drinks. Was darf sein? Ein Bierchen bitte. Gerne. Hast du deinen Ausweis dabei? Logo. Aber sicher. Hier. Cool. Bitte sehr. Danke. Und das verschwindet gleich nach oben ins Inventar. Cool. Gut, also, jetzt haben wir das Bier für Leroy. Das heißt hoffentlich, dass wir uns jetzt da ein paar Teile ausbohren können. Also zumindest einmal die zwei Zündkerzen aus dem Motor, die ich da sehe. So, mein Freund. Here is your beer. Hier ist dein Bier, Leroy. Oh, danke, Harp. Kannst mich jederzeit anhauen wegen dem Karrenschrott. Ja, das werden wir doch machen. Hey, Harper. Nochmal auf die Autoteile. Nochmal auf die Autoteile zurückzukommen. Ja? Also, ich brauche etwas Kühlmittel. Ja, Jake hat ein paar Pullen in seiner Werkstatt. Ich hab's rübergeholt, wie er abgehauen ist. Besser wie wenn die Kiddies das Zeug saufen oder rauchen. Stimmt's oder hab ich recht, hä? Sehr aufmerksam. So bin ich. Also. Also, könntest du mir eine Flasche Kühlmittel geben? Welche brauchst du denn? Gibt's da Unterschiede? Ja, sicher. Guck mal hier. Pink biologisch, Pink anorganisch, G13, G18, E12. Pink?
I-12 klingt cool, oder? Wow. Wo liegt da der Unterschied? Nimmst du das Falsche, fliegt dir der Kühler um die Ohren. Das ist der Unterschied. Schütte niemals die Bioplörre in einem Kupfermesser. Ah. Das Ding ist sofort im Arsch. Okay. Okay, Was war da nochmal der Unterschied? Du musst nur das Richtige, wie gesagt. Also. Kann ich nochmal die Liste sehen, bitte? Lass mal stecken. Um nochmal auf die Autoteile zurückzukommen. Oh. Ja? Gibst du mir mal eine Flasche? Klar. Also mal nicht biologisch. So im Feld G13 weg, also ist es G18 oder E12? G18 oder E12? Ich brauche eine Flasche G18. Sicher? Ich weiß schon, was ich tue. Na gut. Bitte sehr. Danke. Autobatterie. Wie sieht's mit einer Autobatterie aus? Ja, ich habe die Woche eine gehabt, um dem Traktor Starthilfe zu geben. War noch ziemlich in Ordnung. Wo war die? Du sagtest, du hast irgendwo eine Autobatterie? Hatte ich in der Hand, wie ich geholfen habe, dem Bauern neue Reifen auf den Traktor zu ziehen. Das Ding kann nicht weit weg sein. Oh, Manu. Du hast nicht zufällig ein paar Zündkerzen? Nee. Wobei, es könnten welche in dem alten Motor, der am Kran hängt, sein. Super. Kann ich sie haben? Sicher, wenn ihr ihn selber runterlässt. Ich guck mir das Spiel an. Kein Problem. Das kriegen wir hin und Kühlschlauch brauchen wir auch. Ich bräuchte einen Kühlerschlauch. Habe ich irgendwo. Ich habe versucht, eine Gasflasche an meinen Herd anzuschließen. Aber die Düse hatte die falsche Größe. Dachte dann aber bei mir, bevor ich den Wohnwagen in die Luft jage, lasse ich das lieber. Ja, okay. Lass uns über was anderes reden. Servus. Bis später, Leroy. Sieh zu, hab. Also, als erstes lassen wir jetzt mal den Motor runter, weil da sind die Zündkerzen drin, das finden wir auf jeden Fall. Er klemmt. Was ja klar war. Ma! Ich kann ihn nicht bewegen. Können wir es sauber machen? Ich bin nicht hier, um sauber zu machen. Okay, komm schon. Klemmt, was können wir denn machen? Zange. Ah, mein Multitool. Ja, schön. Und jetzt? Das fühlt sich nicht wie eine Zangensituation an. Da wird jetzt echt alle durchzuprobieren. Ich glaube nicht, dass die... Oh, Manu. Ich glaube nicht, dass ich das... Okay. Gasflaschen. Ah, das hier sieht aus wie ein Kühlerschlauch. Perfekt. Haben wir denn mal den Kühlerschlauch, das Kühlmittel, die Batterie brauchen wir noch. Der Elektroschrott ist meine Lieblingsschrottsammlung hier. Ich habe hier schon so allerhand per... Leroy, macht es nichts aus, wenn ich hier... Kaum zu glauben, dass ich hier... Ja, bla bla bla. Vorsintflutlicher Schrott, da liegt bloß ein Reifen. Hier. Aha, da ist die. Ich habe die Batterie gefunden. Super. Was war das? Uralter Schrott. Was haben wir hier? Ein paar rostige Radkappen und einen alten Föhn. Na. Und hier? Was ist in diesem Haufen? Nur ein alter, verbogener Einkaufswagen. Ja, ist doch okay. Den nehmen wir doch. Komm, Schrotti. Komm zu Papa. Nur altes Blech und nutzloser Müll. Nichts Interessantes dabei. Wie kriegen wir den Sheet jetzt da runter? Hebel rührt sich nicht. Okay, egal. Jetzt versuchen wir einfach mal. Dass wir den Rest hier zum Laufen kriegen. Der Hebel rührt sich nicht. Irgendwas Öliges, Schmiere. So irgendwie. WD-40! Es sollte immer ein WD-40 in Reichweite sein.
So, okay, dann gucken wir da nochmal rein. G. Hier muss Kühlmittel nachgefragt. Okay, dann stimmt's aber, weil G. Okay. Das andere war E. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das richtige Kühlmittel habe. Cool. Perfekt. Dann Batterie. Ich hoffe, die funktioniert noch. Ich würde es halt anschließen an deiner Stelle. Macht noch einen. Ich hoffe, die funktioniert. Hm. Und den Schlauch tauschen wir aus. Das machen wir wieder rein. Ah, die Zündkerzen haben wir noch nicht. Okay, soweit, so gut. Können wir jetzt da mit dem vielleicht? Ich glaube nicht, dass. Da war ja noch ein Brunnen. Vielleicht, wenn wir Wasser drüber schütten? Hat das irgendeinen Effekt? Das ergibt keinen Sinn. Hat der Professor irgendwas Rostlösliches unterwegs in seinem Büro? Hey, Professor. Hallo, Harper. Bitte, bitte. Wiedersehen, Professor. Mach's gut, Harper. Laborequipment. Nö. Nö, 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 nö. Da fehlt noch was. Ich habe geglaubt, dass wir diesen Gartenschlauch brauchen, um das Auto zu reparieren. Aber offensichtlich ist nichts. Offensichtlich nicht, wenn wir da einen Kühlschlauch gefunden haben. Vielleicht können wir den Gartenschlauch beim Kran benutzen. Dann sollte das Auto wieder fit sein. Also halbwegs. Wir können ja schon zufrieden sein, wenn es anspringt. So, Schlauch. Ich wüsste nicht, wie ich den Aquariumschlauch hier verwenden sollte. Ja, ich auch nicht, aber es war einen Versuch wert. Er klemmt. Hier gibt's keine Fische. Kann man nicht dieses Kill It Bang da irgendwie drauf anwenden? Als ich sagte, ich werde diese Stadt. Außerdem habe ich nie gesagt, dass. Also, vielleicht reden wir mal mit ihm und sagen ihm, was er klemmt. Vielleicht hilft er uns. Leroys Wohnwagen. Du weißt ja. Hey, Leroy. Hey, Harper. Autoteile. Um nochmal auf die Autoteile zurückzukommen. Ja? Der genau. Hebel des Krans scheint irgendwie festzuhängen. Ah, ja. Die alte Lady muss mal wieder ein bisschen geschmiert werden, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich hoffe, ich verstehe es. Lass uns über was. Bis später, Leroy. Sieh zu. Ja, geschmiert oder was? Wir haben nur das. Ich bin nicht hier um Saub. Oder das? Diese beiden Sachen passen nicht. Oder ein Glas. Lieber nicht. Oh, Manu. Wo kriegen wir Schmiermittel her? Ah, okay. Das war das Einzige, was im Auto funktioniert hat. Öl. Können wir da vielleicht ein bisschen was für unser Glas abzweigen? Und das dann da drauf schütten? Zumindest der Ölstand sieht gut aus.
Ich könnte ein wenig Öl in das Glas füllen, aber zuerst muss ich einen Weg finden, das Öl aus dem Tank zu bekommen. Ladida! Ich könnte mit dem Schlauch etwas Öl aus dem Tank lassen, aber er ist viel zu lang. Oh, Menno. Das Mul... Ja, bla bla bla. Ich kürze den Schlauch ein bisschen. So. Ich kann diesen Schlauch benutzen, um ein wenig Öl aus dem Tank zu lassen. Okay, ich muss nur ein wenig saugen und dann... Naja, hat geklappt. Gut. Rock'n'Roll, weiter geht's. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber ich gehe mal einfach davon aus, dass es nicht so ist wie die alten Sierra-Spiele, wo man einfach in Sackgassen kommen kann, wo es dann nicht mehr weitergeht. Loading Screen, so, jetzt aber. Damit sollte es gehen. Hoffentlich. Und jetzt. Ah. Wir hätten auch eigentlich runterlassen können, aber bitte, ich bin ja kein Experte. Hey, da sind ein paar Zündkerzen im Motor. Sonst nichts mehr? Schon komplett ausgeschlachtet. Okay. Dann sollten wir jetzt unser Auto wieder, also unser Auto, das Auto des Professors wieder flott machen können. Bin ja mal gespannt. So, schauen wir mal. Ich habe das Auto repariert. Bei meinem geht das nicht immer so einfach. Kann man das jetzt vielleicht noch ein bisschen rot lackieren, damit es netter aussieht? Die Lackierpistole bringt mich hier nicht weiter. Ich hab das Auto repariert. Okay, und jetzt? Also Schlüssel haben wir nicht mehr. Ja, dann sagen wir das mal dem Prof. Es wäre jetzt cool, wenn wir jetzt einfach mit ihm zum Kämpfern uns umziehen, den restlichen Scheiß holen. Ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich so einfach wird's nicht werden. Guter Mann, Ihr Auto wäre fertig. Hey Professor. Hallo Harper. Ich habe Ihr Auto repariert. Oh, wunderbar. Ist der Schutzanzug soweit? Ich arbeite dran. Fabelhaft. Was? Woran soll man... Hä? Was gibt's denn da zu arbeiten? Hey Professor. Hallo Harper. Wie war das mit diesem Gummianzug nochmal? Es sollte ein Klacks sein, ihn wie die AHC-Anzüge aussehen zu lassen. Und er ist nicht aus Gummi. Ah. Okay. Wiedersehen, Prof. Mach's gut. Wenn das so ein Klacks ist, dann mach's doch einfach selbst. Schauen wir uns das nochmal an. Das AHC-Outfit sieht dem Overall des Professors wirklich ganz schön ähnlich. Mit Ausnahme dieses roten Streifens und dem RHC-Abzeichen auf der Brust. Ah, okay. Dann denke ich, ich weiß, was zu tun ist. Bis auf das Abzeichen. Aber naja. Vielleicht kann ich den roten Streifen mit der Lackierpistole auf den Anzug sprühen. Ja. Hey, das hat ganz gut geklappt. Ich bin ein wahrer Künstler. Reicht das jetzt? Der Anzug hat jetzt einen roten Streifen. Fehlt nur noch das AHC-Logo. Achtung, Einwohner von... Achten Sie auf die... Wow. Kopfschmerzen. Sie oder... Ich bin so...
Können wir jetzt einfach mit dem Multitool rausschneiden? Ha! Das könnte funktionieren. Das Emblem sieht genauso aus wie auf den RHC-Anzügen. Aber wie soll ich es an den Schutz... Oh, Mann. Okay. Ihhh, klebrig. Ja, das sollte klappen. Sieht so aus, als hätte ich mir einen ziemlich überzeugenden RHC-Anzug gebastelt. Alright. Also da wird im echten Leben wird da nie wird da jemand drauf reinfallen. Aber okay. Deswegen heißt es ja auch nicht Real Life, deswegen heißt es ja auch Point and Click Adventure und nicht Real Life. So, jetzt haben wir alles, oder? Hey, Professor. Hallo, Harper. Ich glaube, der Anzug ist soweit. Wunderbar, Harper. Gut gemacht. Exzellent. Dann haben wir ja alles. Außer... Was denn noch? Trotz größter Bemühungen ist es mir bisher nicht möglich gewesen, den Standort des RHC-Camps auszumachen. Ha! Sie haben Glück, Professor. Ich glaube, ich habe gerade jemanden getroffen, der weiß, wo das Camp ist. Yay! Fabelhaft! Warten Sie hier. Ich spreche mit ihr. Aber bitte jetzt gleich zu ihr springen und nicht hinlatschen. Ah, klingt gut. Also, wo ist dieses RHC-Camp? Ich sag dir was, Harper. Ich werde dir zeigen, wo das Camp ist. Perfekt. Aber ich komme mit. Was? Warum? Du hast vor, in das Camp einzubrechen, oder? Nö. Niemals. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Okay. Naja, solltest du planen, dich dort hineinzuschleichen, könntest du ein paar Fotos für meinen Artikel machen. Oh, super Mann. Idee. Das wird die Sache für die Polizei bei meiner Festnahme vereinfachen. Hey, wenn du wissen willst, wo das Camp ist... Okay, wir machen es so. Aber keine Fotos von mir. Wunderbar. Wann brechen wir auf? Wir sind soweit. Gehen wir.